Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Minecraft Dark RPG mit den Lord Dark. Moin Moin, da sind wir wieder. Genau. Vorab, in der Videobeschreibung von mir ist generell der Link von Instant Gaming. Wenn ihr euch günstigere Spiele holen wollt, geht über den Link da drauf. Das bringt mir ein bisschen was, euch macht das keinen Nachteil oder so. Für euch wird es nicht teurer oder so. Es ist einfach nur, ja, dass es für mich was bringt, ein bisschen. Ne? Ghosties Finger und Augen sind jetzt taub. Na, du kannst dir ja angewöhnen, pünktlich zu kommen, Ghost Girl, ne? Pünktlich zum Start fangen wir an. Und dann kannst du deine Schreibenergie aufbrauchen. Das klingt doch super, oder? Soll das bitte oben bei sein? Bei der Farm gibt es ein neues Portal. Geh mal dort entlang und nimm ein Boot mit. Oh, jetzt habe ich mir alles das Inventar vollgeschlagen. Egal, ich packe die Sachen kurz hier raus und dann schaue ich mir das an. Dann bauen wir halt gleich erst die Türme. Was hast du gemacht, Hydra? Ja, das gucken wir uns jetzt an. Ich hole mir ein Boot, du kannst dir auch eins holen. Ich weiß nicht wofür. Bin mal sehr gespannt. Nee, da kommen nur Boots. Dann craften wir mal eins. Ah, natürlich haben wir keine Materialien dafür einfach so. Da muss ich hier. Und rate mal, bis wann wir gestern noch auch Corekeeper gespielt haben. Ja, lange wahrscheinlich auf jeden Fall. Wobei hier die Gerätschaft ja auch wieder online war um 6.30 Uhr oder was? So. Bis Viertel nach 12. Ja, okay, das geht ja noch. Mein Bruder ist zwischendurch schon weggegangen. Eigentlich wollten wir bis 12 machen. Mhm. Ja, und dann gucken wir auf die Uhr. Viertel nach 12. Mist. Ja, kann ja mal passieren, ne? Mhm. Bist du da gerade runtergesprungen? Ja. Ja, muss ja. Und wer denn sonst? Oben bei der Mob-Farm, ja. I'm on my very... Ach so, bei der Mob-Farm. Dann schauen wir da mal. Oben bei der Mob-Farm? Ich habe mal den Aufzug. Ja, also ich hätte auch allgemein den Aufzug nehmen können. Dann hätte ich ja darüber fliegen können. Was macht denn der für ein Blödsinn? Ist das eine Villager-Eisenfarm da oben, wo ich gerade hoch wollte? Also Eisen war in der Kiste drin, ja. Würde ich mal so tippen. Ja, fällt das nach ganz unten? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hätte ich das ja gesehen. Ja, irgendwo. Eisenfarm. Hast du gerade Schaden genommen? Ja, durch diese Kackpfeile, die da in meinem Wasser sind. Achso, die sind da ja immer noch. Zu hoch, unten rechts. Achso, auf dieser Zwischenebene. Oh, hier ist eine Zwischenebene. Hier ist immer noch das Kackbett. Hier kam eine Spinne gerade runter. Das ist ja hier direkt ein Rätsel zu Anfang, also... Ich schaue mich mal hier einmal um, vermutlich ein weiter oben. Hier gibt es ja diesen extra Aufzug, ne? Ich kann nicht mehr jede Minute immer eins weggetan. Du schaust zu schnell. Weiter unten ist das Portal. Ich schaue zu schnell, okay. Ah, ist das... Nee, das ist dieser weiße Stein. Wir schauen mal ganz langsam. Ich bin auch so ein bisschen verwirrt gerade. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind wir blind. Das ist außer Frage. Meinst du das Nether-Portal? Das habe ich ja im Vorbeigehen schon gesehen, aber ich dachte irgendwie erst nicht, dass du das meinst. Okay, das da. Ja, genau das, okay. Ja, jetzt verstehe ich auch, wieso Boote. Oh, Alter. Wann hast du das denn hochgezimmert? Ach du Heilige. Nice, ich habe nicht mal Boote dabei. Du hast echt Langeweile, Hydra, ne? Kann das sein? Nee, Hydra hat seinen Stand als Sklave verstanden. Also. Warum ist denn? Das über der Netherdecke? Warum? Ja, ist es. Ach du Heilige. Warte es ab. Ja, komplett crazy. Ich muss mir kurz mal ein Boot holen. Also vermutlich gehen wir da auch gleich mal raus, aber ich möchte einmal schauen, was hier oben ist. Ich bin ja so neu. Ach. Du hast eine Goldfarm gemacht! Das Design erkenne ich doch, das ist doch hier Sparksches Design. Musst du das gerade sagen, bevor ich da bin? Ja, man sieht auf der Map.
Ich hab's ja auch gesehen, bevor ich ganz oben bin. Das ist ja komplett crazy. Hydra, wirklich. Also, du hast ein Abzeichen verdient. Abzeichen nennt man das so? Ein Orden. Frage ist, ein kleinen Orden. Wann hast du das gemacht alles? Das ist komplett krass. Vor allem hast du ja nicht mal OP hier, ne? Du musst das ja alles wirklich händisch gefarmt und... Naja. Alter. Hydra, du bist krass. Und ja, Schneebell hat es auch dort. Oh, hier fängt direkt Musik an. Ich werde als Lord schön begrüßt. Die Frage ist halt echt, wann er das gemacht hat. Oh, kacke, ist das laut hier oben, bevor ich jetzt runterfalle. Das Portal dort unten geht nach ins... Das sind hier Feindliche, ne? Nee. Feindliche sind aus. Was ist denn das dann? Ins Nichts, das habe ich nur so hingestellt, okay. Freundliche wegen... klar, das sind ja... Das sind ja Freundliche von Natur aus. Ich mach mal Freundliche und Feindliche. Du hast es gemacht, wenn du Zeit hattest. Zuletzt gestreamt haben wir am Dienstag. Alter, hier kommt ja richtig gut was zusammen. Dann hast du echt ordentlich. Ja, aber Hydra ist, glaube ich, auch... Also wenn Hydra schon von Spark kommt, dann ist Hydra auf jeden Fall Profi. Ja, das ist gut. Und hat die Handgriffe halt höchstwahrscheinlich drauf. Deswegen geht das demnach deutlich schneller. Hier sind die Schneeball... Oh, Alter. Ich muss ja nur einen Schneeball werfen auf den einen Typen. Und das war's, richtig? Auf den da? In den Blöcken drin? Er hat nur zweimal kurz getestet. Oder werfe ich das auf einen äußeren? Boah, die Musik hier genau oben, auf ey. Den, okay. Achso, mit rechts. Getroffen. Crazy. Jetzt ballern sie alle rein. Oh, ist das laut. Ja, ich hab auch schon leiser gemacht. Oh, ist das laut. Ich versteh gar nichts. Ja, okay, chill mal. Jetzt versteh ich auch noch weniger. Aber dieser Freundler gibt es unter mir gewesen. Das ist ja komplett geil. Ich hätte niemals gedacht, dass ich selber jemals in so einer heftigen Farm stehen werde. Und jetzt hat Hyra einfach hier mit seinen ganzen Köpfen so ein geiles Ding hingezimmert. Komplett heftig. Meine Fresse, war es laut, also, ey. Großkoll, was ist los? Ja, funktioniert aber perfekt. Also, das hast du super gemacht. Craft aus Snowball. Er muss aber auch gut Schnee gefarmt haben. Ja, wir haben ja das fette Eisgebiet da, was wir schon. Wo er ja auch gespawnt ist, glaube ich. Was ist los, Großkoll? Wieso Hilfe? Unten ist ein automatisches Lager. Gibt's eigentlich von Tom Multidimensions-Connector? Oh, hier kam auf jeden Fall was dazu. Vending Machine. Oh, crazy. Vending Machine. Item Filter, Polymorphic Item. Nee, warum deine Augen? Was hast du gemacht? Kit. Level Emitter. Junge. Nee. Okay, gibt scheinbar nichts Dimensionsübergreifendes. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich habe ein bisschen Schnee gefarmt, ja. Ghosty, was ist los mit deinen Äuglein? Hast du zu viel auf den Bildschirm geschaut oder hast du deine Finger in die Augen gesteckt? Das wäre natürlich wirklich dumm, letzteres. Verrottetes Fleisch kriegen wir auch gut. Vor allem können wir das auch gut gebrauchen. Ghosty, ich habe da einen kleinen Tipp für dich. Mir tun auch manchmal die Augen weh. Mach die mal für 30, 40 Sekunden einfach zu, ganz entspannt. Und dann sollte es, glaube ich, schon ein bisschen besser werden. Einfach nur ganz kurz Augen schließen. Und dann können die sich ein bisschen erholen, wieder von selber befeuchten und so. Wenn sie das Problem hat, so weiß, dass das weiß wird, dann würde ich echt dunkel machen und Augen zu erstmal. Dass es weiß wird? Ja, das ist dann eine leichte Migräneattacke. Ja, das kenne ich tatsächlich nicht. Das habe ich öfter schon gehabt. Da fängst du an, dann weiß zu sehen, dann. Oder wird das so verschwommener auch? Und ja, das ist halt nicht so schön. Das ist eine Migräneattacke, wo halt das auf den Sehnerv drückt. Und wie gesagt, meinst du mit den mehreren Beacons, die man braucht, das multidimensionale Lagersystem, was ich gerade angesprochen habe? Aber ist das von Tom oder ist das... Wir haben hier Tom drauf.
Wir haben kein anderes Lagersystem. Ja, das weiß ich, aber die Frage, die ich meinte, ist ja, ob wir das Lagersystem hier bei uns sozusagen anschließen können in der normalen Dimension. Hat mir hier nicht und da meinte Hydra da ja zu, dass man mehrere Beacons braucht irgendwie. Hat mir nicht irgendwas mit dimensional da auch stehen gehabt? Ja, das ist ja das Terminal. Das Wireless Terminal. Genau, 2 Leuchtfeuer und Stufe 4 für dimensionsübergreifend. Per Tom oder per Vanilla? Ist ja crazy. Per Tom müsste das sein. Dann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Vanilla ist, wenn... Per Tom, okay. Dafür brauchen wir ja auch diese Nazarit-Bahn, ne? Und halt die Schmiedevorlage, dass wir halt das Advanced Wireless Ding bauen können. Ja gut, können wir ja irgendwann mal schauen. Ich möchte noch mal kurz, jetzt standen wir hier so 5 Minuten circa. Craftet der das? Nee, der craftet das nicht automatisch um, ne? Autocrafter gibt's ja hier. Naja, aber sortiert halt. Ihr Penner! Ach du Scheiße! Moin Tom, ich habe vorhin gesehen, dass du auch schon da warst. Schön, dass du jetzt wieder da bist. Freut mich. Naja, aber... Habe ich die Mobfarm jetzt gerade kaputt gemacht oder passiert das, wenn man da so runtergeht? Ich dachte, ich kann da einfach so runtergehen. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Die fallen zwischen euch herunter. Eigentlich hätte ich noch ins Lager schauen wollen. Hallo. Was ist das? Tinbarren? Alter, Hydra, du hast das Game einfach durchgespielt. Ja, ein bisschen Verbesserung musst du noch machen, das stimmt schon, aber das ist halt schon so gut. Zumindest, dass sie halt nichts ringsherum runterfallen, ne? Das müsste man noch machen. Hydra, das nächste Mal, wenn du onkommst, musst du dich nochmal schlafen legen. Du hast dir einen besseren Schlafplatz verdient. Also hier, du selber bleibst da drin, ne? Da kommst du erstmal nicht raus, aber wo habe ich noch das eine Eisen? Ach nee, das hatte ich ja hier festgebaut. Du kriegst einen besseren Schlafplatz. Ja, Toms, was musst du mir sagen? Du darfst sprechen, Toms. Das ist ein super Ofen. Er braucht 2 Roh und er macht 4 Ingots raus. Oh lol, mein Hals. Das ist ja komplett crazy. Also das heißt, egal was ich Roh da reinpacke, da kommen immer 4 Dinger raus. Das ist ja komplett geil. So. Und was hast du gemacht, dass er hier Hydras vernichtet eigentlich? Bett. Hydra, du steigst auf. Du darfst jetzt erstmal zumindest leider keinen Fleischsteinsand. Ja, das ist ja okay. Du hast dir jetzt erstmal hier einen schicken Platz im Vorhof verdient. Ist das nicht toll? Hast du gerade Yay gesagt? Ich habe Hui gesagt. Hier liegen vor dir XP rum. Hier sind auch so... ich sammle das mal kurz auf. Bushes. Ich habe einen Dispenser und 2 Beobachter benutzt in einer Lavaquelle. Was schickst du denn da rein eigentlich? In die Lavaquelle, das habe ich gerade gesehen. Es gibt eine neue... Goldschwere, okay. Lego Minifiguren-Serie, das heißt Dungeons and Dragons. Das ist ja komplett geil. Konnte man Goldschwerter nicht schmelzen zu Gold zurück? Was? Hydra hat die Bäume gefressen! Wie geil! Geil! Achso, du warst eben so komisch übersteuert. Ja, weil ich gerade mega ins Mikrofon geschrien habe. Aber so komisch übersteuert. Weil ich mich so gefreut habe, weil, also, Hydra hat die ganzen Bäume weggefressen, das ist komplett geil. Ja, alles klar. Ich gerade übersehen. Wenn es sich nicht lohnt, dann ist es ja auch egal. Aber ja. Alter, ja, ich brauche doch auch Holz. Was ist das hier eigentlich? Toms, die Minifiguren-Serie, die klingt geil, ich bin da nicht so, also Lego bin ich drin, aber in den Minifiguren-Serien normalerweise nicht. Oh. Aber da schaue ich mal rein, das klingt interessant. Ach, hier hat er sich... Was sind da so für Figuren drin? Hier hat er sich hochgepackt, also alles klar. Ja, musst du ja immer machen. Aber hier sind halt Steine weg, ne? Ja, da gibt's ja die Mechanik. Zum Steine wegmachen.
Anders kommst du da, glaube ich, nicht hoch. Lightbulb. Aha. Es gibt sogar einen Drachen. Gibt es auch andere Monster? Oder sind das dann eher so Ritter und Magier und solche Sachen? Oder sind da auch andere Monster dabei? Naja. Alter Übertreiber, ey. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch so durch Zufall finden. Also nicht. Ich komme jetzt erstmal also komm jetzt erst zurück. Hydra hat hier durchgespielt. So, den Quatsch packen wir mal weg. Okay, jetzt aber hier zum heutigen Tagesgeschäft bei mir auf jeden Fall. Was Centus macht, weiß ich nicht. Säumchen drin oder so. Hey! Wo kommt das denn du, her? Wie kannst du denn hier spawnen? Du drehst Däumchen, du Vogel, ey. Wie kann das Skelett hier denn spawnen? Komm, stirb bitte. Ich muss mal kurz was gucken. Fertigkeitspunkt. Schön für dich. Hä? Ach, für Respec. Ja, okay, braucht ja niemand. Schau mal beim Lager unten, wie viele Kisten es dort hat. Jetzt werde ich hier gespoilert. Santos, komm mal bitte ins Lager. Ja, ich komme gleich. Ich muss mal kurz was gucken. Ach, du Heilige. Das mit dem Vorhofzimmer, das verbessern wir doch mal, Hydra. Ja? Aber noch ist das Schloss nicht fertig. Du kriegst ein schickes kleines Zimmer. Nix allzu Besonderes. Du bleibst dann Sklave trotzdem. Aber du kriegst dann ein kleines Premium-Zimmer. Das hast du dir redlich verdient, wirklich. Also, was du hier alles hingeballert hast, komplett heftig. Komplett heftig, ich bin komplett overwhelmed. Hat er den Stream schon wieder abgekriegt? Sogar noch Reserve? Ach, meinst du die eine hier? 10 Goldkisten. Wie viel hält so eine? Ach du Scheiße, Alter. Die sind ja komplett riesig auch noch. Ach du Scheiße. Na gut, Goldkisten sind wahrscheinlich jetzt mit der Goldfarm im Endeffekt recht einfach gewesen. Aber erstmal zur Goldfarm hinzukommen und so. Alter. Also wirklich. Heftig. Ja, Platz haben wir jetzt. Ich schau mal kurz auf die Slots, was wir da so haben. Ach ja. Wir haben 1313 Slots belegt und 3174. Nee, warte. Wir haben 3174 Slots insgesamt und 1313 frei. Okay. Toms schreibt noch, es gibt Böse und die Lieben. Okay. Ich habe schon 7 Stück von den Minifiguren, aber manchmal doppelt. Ja, es passiert ja immer bei so Sammeldingern, ne? Da sind ja manche seltener und manche nicht so selten. Ich muss mal den YouTube-Stream nochmal beenden. Irgendwie kackt er bei mir gerade voll rum. Können wir bei mir gerade gucken, aber es sieht eigentlich gut aus. Ne, bei dir läuft. Das habe ich gestern schon mal gehabt, doch, was ich dir da geschickt hatte. Ja. So, also Türme. Dafür gehe ich mal ein bisschen weiter weg, dass ich da ein bisschen besseren Überblick habe. Also ich überlege, weil ich möchte hier über dem Eingang ungefähr eigentlich einen fetten Turm haben, wo da meine Schlafkammer wahrscheinlich drin sein soll. Schön mit einer Abflugplattform und sowas in der Art. Was da halt alles zugehört. Ich überlege gerade, ob ich den mit dieser Ecke verknüpfe sozusagen. Weil wir haben hier den Eingang. Und dass ich den hier über die Ecke ziehe, dass ich den größer mache, dass hier so ein fetter Turm ungefähr ist. Der darf schon wirklich groß sein. Und dass hier an diese Ecken dann noch so, hier vielleicht wieder ein etwas größerer und hier dann aber so kleine Türme. Hier drüber auch ein Turm, dass man auch schön Ausblick wieder auf den Strand und aufs Meer hat. Das wäre jetzt so eine Idee. Was haltet ihr hier von einem großen Turm? Oder alternativ mache ich hier in der Mitte noch einen extra Turm und hier dann überall kleinere. Beziehungsweise hier können wir dann auch nochmal schauen. Was findet ihr besser? Einen fetten Turm oder einen Mittelturm? Aber habt den goldenen Drachen, der ist selten. Ja, das ist doch krass. Das ist doch krass. Ist das wenigstens so ein gutes Lego-Gold oder haben die da nicht so geiles Gold benutzt? Manchmal verwenden die ja diese komischen goldenen Steine, die eher so gelblich sind. Ja, teilweise. Hydra.
Ich starte meine Kraft und gehe dann duschen. Danach komme ich und kann helfen. Geile Sache. Gutes Gold, das klingt super. Wie gesagt, da schaue ich später mal rein, weil das interessiert mich sehr. Die können ja auch irgendwann mal viel wert sein. Okay, zurück zu des Lords Frage. Hättet ihr mehr Bock auf einen großen Turm oder einen Mittelturm? Mir ist das, also mir gefällt immer, was euch gefällt, deswegen frage ich euch da. Vorstellen könnte ich mir beides recht gut. Also wie gesagt, Mittelturm wäre dann hier halt so. Der würde da rausragen und dafür da, also das wird auf jeden Fall der größte Turm von der Höhe her, den wir da machen. Auch vom ganzen Schloss. Wobei, vielleicht kommt ganz in der Mitte vom Schloss, also hier irgendwo noch ein Turm, der vielleicht noch höher wird. Schauen wir mal. Muss man ja wissen, wie man das am besten selber macht, ne? Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt, Momento. Und vor allem ist die Frage, wobei ich mache es, glaube ich, aus dem gleichen Gestein, weil ich überlege auch gerade, also die an den Ecken, da weiß ich, da mache ich noch mal ein bisschen außen rum. Also, dass ich hier so noch ein bisschen erweitere. Aber ich weiß nicht ganz, wie ich das hier über der Tür machen möchte. Dann nochmal kurz so machen. Es gibt auch ein Set davon, kostet aber über 300 Euro. Das habe ich tatsächlich schon gesehen. Da habe ich ein Feed von bekommen. Gut, wenn ihr euch nicht entscheidet, da ich jetzt anfangen möchte, dann entscheide ich mich, glaube ich, für den großen Schlafturm. Ich glaube, da habe ich mehr Bock drauf. Ich fange aber tatsächlich oben an. Also ich werde das dann hier unten noch ein bisschen erweitern, dass ich das hier noch ein bisschen mit Stein aufschütte, sodass das so aussieht, als ob der von unten an getragen wird. Und dann wird der schön spitz. Ja, wobei spitz nicht. Der kriegt auch ein paar Zinnen und so. Aber das schauen wir mal. Ich überlege jetzt gerade, wo ich anfange. Ja, das ist wieder schwer ohne Referenzbild. Ich gehe mal kurz hoch auf die Mobfarm und schaue mir das von da nochmal an. Ich baue auch gerade einen Mod davon, also Custom Build. Ach so, du meinst hier so ein, Gott, wie heißen Lego-Sets nochmal? Mox, ne? My Own Creation. MOC. Habe ich noch nie gehört. Ja, Lego Mock. My Own Creation heißt das. Da macht man halt selber aus Legostein irgendwas, was man da bastelt. Aber wie gesagt, habe ich noch nie gehört gehabt. Ja, ich bin ja bei Lego auch so ein bisschen in der Szene drin, sag ich mal. Deswegen kenne ich das ganz gut. Okay. Ja, so ist das. Ja, das ist jetzt ein bisschen Planung, was wir machen müssen. Naja. Wie setze ich da am besten an? Ich könnte halt erstmal anfangen, mit weiter in die Höhe. Grad. Aber ich weiß nicht, ab wann ich die Form ansetzen möchte. Ein bisschen förmig soll der jetzt schon werden. Muss mir das nochmal von oben anschauen. Wenn ich vielleicht einfach sage. Also wir können erstmal festlegen, dass wir den rund machen. Das heißt, das wird richtig schön viel abzielen sein, auf jeden Fall auf der ersten Ebene. Wenn wir den rund machen. Wenn wir den hier so ein bisschen überstehen lassen. Und dann halt ein bisschen über den Eingang drüber. Und dann ziehe ich den nach oben. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Ich mache davon am Ende ein Foto. Ich glaube dir jetzt aber nicht, dass es das ist. In meinem Community-Post. Mach das mal gerne, dann... von dem Set? Nee, von dem Mock. Mach das mal gerne, dann kannst du mal Bescheid sagen. Dann schauen wir da mal rein. Sorry, was hast du gerade gesagt, Centus? Ich habe nur gesagt, ich glaube dir aber nicht, dass es das ist. Was habe ich davor gesagt, was du mir nicht glaubst? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Perfekt. Ja, finde ich auch. Gut, dass wir uns verstehen.
Finde ich auch. Jetzt muss ich erstmal hier drauf schaffen zu landen. Oh, geil, ich hab's geschafft. Monkey ist wieder da. Monkey, Wollen du warst Monkey. Gefühlt wochenlang verschollen für mich. Gut, ich weiß, wir haben gestern oder so geschrieben, aber... Du warst recht lange nicht da. Ich hab dich vermisst. Aber schön, dass du jetzt wieder da bist. Wie geht's deiner Hand? Hat dir die Banane geschmeckt, die ich dir noch ins Krankenhaus gebracht habe? Ja. Die Banane. Ja, ich habe ihm noch eine Banane gegeben. Eine Autoschälbanane. Ich hab's gesehen. Das dachte ich mir beinahe. Hast du dir beinahe gedacht? Aber nur beinahe. Achso. Na dann. Mache ich hier die Ecke vom Kreis? Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt keinen Kreis ausgedacht. Wir machen das so ein bisschen nach Gefühl. Ein bisschen nach Gefühl. Ich hoffe, der wird rund. Sonst ist es halt ein Oval oder sowas. Ne? Rund und bunt. Also wir haben jetzt hier 4. Machen wir mal 7. 5. Nee, warte. 1, 2, 3, 4, 5. Doch. Machen wir hier noch 2 rein. Zack. Und zack. Wie kann man so rote Augen bekommen? Ja, Grosko, niemals im Auge reiben, vor allem wenn die wehtun. Wie gesagt, mach einfach mal zu, ein paar Minütchen. Und zur Not frag mal deine Mutti. Die kennt dann da vielleicht noch einen Trick oder so. So. Ich glaube, 7 ist zu klein. Jetzt sollte das. Egal, das passt. Auch wieder funktionieren. Mal kurz nachgucken. Eine Autoschälbanane. Handgebissen, daher mehr lurken als schreiben, aber Montag dann in die OP. Ja, hattest du geschrieben am 2., ne? Berichte dann gerne mal. Ich weiß nicht, ob du danach schreiben kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja erstmal nicht geht. Aber okay. Berichte dann gerne mal, sobald möglich, wie es dir dann geht. Es geht wieder mit der Hand. Mein Stream. Es ist so merkwürdig zwischendurch. Naja. Machen wir mal so. Naja. So. Ich wollte ja mal gucken, was Hydra da veranstaltet hat mit dem Lager. Oh Gott, auf einmal habe ich nicht mehr Shift gedrückt. Ja, wahrscheinlich. So ein paar Kisten dazu, ne? Ach, du bist jetzt endlich auch mal dazu gekommen, da reinzuschauen. Die meisten Kisten hatte ich aber schon gemacht. Ach ja, aus. Sorry, das war. Okay. Meine Mom ist nicht da. Uiuiui. Das ist nicht so gesund. Ich glaube, ne? Er hat 14 oder 19 Stück dazu gemacht. Ja, ich weiß halt nicht mehr, was du da gemacht hattest, Centus. Wie gesagt, 14 oder 19 Stück waren das. Was ist das eigentlich für ein Ofen? Die Gehungsschmelze. Das ist dieser Superofen. Okay. Nur für Ingots. Oder nur für Erze. Ach ja, aus den Doppelminifiguren mache ich Custom-Figuren. Das ist doch super. Geht das sogar schneller damit, oder was? Das weiß ich nicht, aber es kommen immer doppelt so viele Erze raus. Okay. Hat er vorhin geschrieben. Warum haben wir uns nicht schon vor... Leg mal das Handy kurz weg. Beruhig mal deine Augen und dann sollte es hoffentlich wieder gehen. Wie gesagt, wenn nicht, dann sprich mal mit deiner Mutti wieder drüber, wenn sie da ist. Dass sie dir da ein bisschen hilft. Warum hatten wir uns schon eigentlich geht auch seit Monaten. Uns nicht drüber gekümmert, schon drum gekümmert. Sorry, nochmal bitte. Warum haben wir uns nicht vorher schon drum gekümmert? Mit den Augen? Nein, mit dem Ofen, wenn da mehr rausgeht. Ja, weil wir uns ja die ganze Zeit kaum um Mods kümmern. Wahrscheinlich, weil wir den nicht mal kannten, ne? Ja, ich kenne ihn sowieso nicht an Mods. Aber er hat gut Packeis besorgt. Es war ja eigentlich nur die einzige Aufgabe, die er hatte mit Packeis.
7. Naja, und die Bäume hier wegfressen. Hat er ja gemacht. Und noch ein paar Sachen mehr. Ja, Packeis-Aufgabe, die er von mir bekommen hat. Ja, ich weiß. Ja, und von mir halt die Baumaufgabe. Die ich ja so ein bisschen geflüstert habe. So ein bisschen. Genau, Ghostgirl, mach mal, was Monkey sagt. Mach auch kurz zu ein bisschen die Augen, ne? Ja, Monkey, mit einhändig kenne ich tatsächlich. Ich hatte auch mal recht lange eine Armverletzung. Und dann habe ich aber auch noch lange danach meinen Arm geschont. Und habe mich dann irgendwann halt so krass dran gewöhnt, dass ich immer alles nur mit dem linken Arm gemacht habe. Irgendwann war es dann einfach so drin. Und der rechte Arm hing halt dann irgendwann nur noch runter. Aber gut, ich habe mich wieder normal dran gewöhnt, jetzt alles richtig zu benutzen. War das so? Also, das war tatsächlich mal so, ja. Okay. Aber auch schon recht lange her. Normalerweise